Gut, dann darf ich Sie, euch alle ganz herzlich begrüßen zur heutigen Pressekonferenz nach dem letzten Hauptrundenheimspiel gegen Deggendorf. Ich begrüße an erster Stelle den Gästetrainer Otto Palek und natürlich unseren Trainer Angie und darf Sie bitten, für uns das Spiel zu kommentieren. Also guten Abend. Das war ein spannendes Spiel bis zum Schluss, aber entscheidende. Heute war der zweite Drittel, wenn wir haben Vorsprung 3 Tore gemacht und auch erste Drittel, wir haben nicht schlecht gespielt. Wir haben jetzt letzte Zeit nicht gute Leistung gezeigt. Letztes Spiel in den Battles war nicht schlecht. Heute haben wir erste und zweite Drittel wirklich gut gespielt, aber die dritte Drittel, wir haben die Konzentration verloren und nach individuellen Fehlern war wieder eine Mannschaft ins Spiel und mit Glück, wir haben diesen Sieg gehalten bis zum Schluss. Ich bin sehr zufrieden mit 3 Punkten und schauen wir mal, wie wird das weiterlaufen. Dankeschön. Angie? Ja, schönen guten Abend. Ja, es ist eigentlich ganz einfach zu kommentieren, das Spiel. Auch wenn es im ersten Drittel 2-2 ausgegangen ist, trotzdem glaube ich, muss ich zum ersten Mal bei den Fans mich entschuldigen für die Mannschaft, für die ersten 2 Drittel, weil das war einfach eine miserable Leistung. So kann man nicht spielen, wenn man in einer Woche mit Playoffs beginnt. Und vor allem mit das letzte Drittel haben wir natürlich ein bisschen angefangen zu arbeiten oder Gas zu geben. Mit 20 Minuten gewinnt man keine eisige Spiele, wenn man dann vorher so viele Tore kassiert. Also tut mir leid für die Leistung und gerecht sicherlich die Punkte gehen nach Deggendorf. Danke. Dankeschön. Frage an Angie. Es drängt sich fast auf. Ist für die Playoffs vielleicht Freiburg der Lieblingsgegner deiner Mannschaft? Lieblingsgegner? Für uns ist eigentlich egal, welcher Gegner. Die Fahrt wird halt unangenehm sein, wenn wir Freiburg treffen sollten. Das will ja keiner die lange Fahrt auf sich nehmen. Uns muss nur im Klaren sein, dass wir Eishockey spielen müssen, 60 Minuten lang und als Mannschaft auftreten und nicht irgendwie, weiß ich gar nicht, wie man es kommentieren soll, wie es heute war, die ersten 2 Drittel. Wir müssen einfach Gas geben und arbeiten und das ist egal gegen welchen Gegner. Keine weiteren Fragen. Dann darf ich mich ganz herzlich bedanken. Ich wünsche euch einen guten Nachhauseweg und viel Glück in den Playoffs. Danke. Die erreicht ihr auf jeden Fall. Und ja, das nächste Heimspiel kann ich leider nur sagen, wann es stattfindet, nämlich am kommenden Freitag, wenn ich. Sonntag, Entschuldigung. Sonntag, ja. Stimmt, ja. Gegen wen werden wir dann sehen. Und bis dahin, schönen Abend. Thank you.